Es muss feste Bräuche geben. Dieser Spruch aus dem kleinen Prinz ist etwas, was heute, glaube ich, mehr Bedeutung hat als wie je zuvor. Wenn wir jetzt dann überlegen, wie oft wir über WhatsApp Sachen absagen oder kurzfristig schnell noch eben so, nein, ich komme doch nicht oder sonst was in diese Richtung, dann merken wir selbst, wie schnelllebig die Zeit ist, erstens einmal. Zweitens, wie viele Termine wir gleichzeitig schalten und wie unbeständig wir in diese Richtung sind. Und genau diese alten Bräuche, wenn du überlegst, wie es früher war, wenn du gesagt hast, okay, man trifft sich dann und dann dort und dort, dann hast du auch die Möglichkeit gehabt, die Jüngeren unter euch werden das nicht mehr wissen, wir haben zu Hause angerufen vom Festnetztelefon und gesagt, ja, dann und dann sind wir da. Das heißt, wenn du weggegangen bist, hast du sein müssen. Und dann hast du erstens einmal in einem Zeitspot drin sein müssen, dass du dich triffst. Und sonst bist du einmal alleine drin gestanden. Das ist eher noch ein schlimmeres Gefühl gewesen, als wie wenn du kurzfristig absagst. Heute mit einem Emoji dabei, glaubst du, hast schon alles wieder geregelt und die Sache passt schon. Aber man freut sich doch, wenn man Freunde trifft, wenn man Bekannte trifft, wenn man Leute trifft, die einen gut tun, mit denen man was gestaltet. Und deswegen glaube ich, dass es immer wichtiger wird, auch jetzt wieder zurückzuschalten und wenn wir was ausmachen, dass wir es erhalten. Ich selbst bin jetzt sehr lang eben ein kurzfristiger Absager gewesen und arbeite mich gerade in die andere Richtung wieder hin. Aber dafür merke ich selbst, dass ich mir in meinen Terminkalender die Sachen früh genug eben eintragen muss. Und vor allem ist wichtig, dass du ein gutes Gefühl dabei hast. Wenn du sagst, ja, treffen wir uns dann und dann und du hast aber so eine Spannung drinnen, dann weißt du schon irgendwo im Hinterkopf, dass es da irgendwelche Engpässe gibt, warum das nicht klappen könnte. Und dann sucht man sich halt aus, welchen Termin man halt eben wegsplittet. Wenn du aber das Ganze eben so einteilt, dass du sagst, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, du sagst, okay, in 2-3 Wochen ist der Termin, den tragst du ein, du tragst aber auch eben Anfahrtszeit und Abfahrtszeit ein, dann hast du erstens einmal Spatze beim Hinfahren, das heißt, du kommst wirklich entspannter hin, kannst dich auf die ganze Situation einlassen, genießt das Ganze und der Stresspegel fällt auch runter. Wenn ich jetzt eben das andere habe ich auch probiert, auf die Minute genau kommen, da zum nächsten Termin, steigt bei jedem Termin der Stresspegel und dadurch bin ich schon weniger offen und die Ideen fliegen auch weniger. Also du bist blockiert vom Kopf her. Bist voll im Kampf drin und das wollen wir ein bisschen wegkriegen. Also versuchen wir jetzt über die nächsten Wochen, ich bin mittendrin in dem Prozess, einfach die Termine mit einem guten Bauchgefühl auszumachen. Da sagst du, okay, dann und dann treffen wir uns. Plus Spatze, vorn, hinten. Probiert es ein bisschen aus und ihr werdet merken, dass es einfacher wird. Da müssen wir halt gewisse Termine einfach wegtun. Dass man wirklich weniger Termine ausmacht, aber dafür die dann mit Qualität. Und dann kommen wir wieder zurück zu alten Bräuchen. Es muss feste Bräuche geben. Und das ist in Ordnung so.